bin der Fabio Keich, ich bin 20 Jahre alt und seit 2018 bei Knauf als dualer Student vom Studienfach BWL Bauhaustechnik Elektro. Der Unterschied zwischen einem normalen BWL-Studium ist eben der, dass dieser Studiengang sich gezielt in die Baubranche richtet. Man hat also neben den gängigen BWL-Fächern wie in jedem normalen Studiengang auch besondere Vorlesungen über die Baubranche und erhält dadurch eben auch einen Einblick, was in der Branche los ist und eben was die aktuellen Themen und Anliegen sind. Das Besondere beim dualen Studium ist der Austausch zwischen der Theorie- und der Praxisphase, sprich man ist 3 Monate im Betrieb und die nächsten 3 Monate wieder in der Hochschule und kann dadurch das erlernte theoretische Wissen direkt in der Praxisphase anwenden. Beim dualen Studium lernt man eben auch selbstständig zu arbeiten. Man bekommt 2 Projektarbeiten. Diese 2 Projektarbeiten sollen einem letztendlich zu der Bachelorarbeit hinführen. Und bei diesen Projektarbeiten bekommt man eben eine gewisse Problemstellung vom Unternehmen direkt vorgegeben und soll diese dann eben in dem Projekt eigenständig bearbeiten, wo man dann eben sich auch ein bisschen im Unternehmen positionieren kann und eben dazu wirklich was beitragen kann, ein reales Problem oder eine reale Aufgabenstellung dann auch direkt zu lösen. Also in der ersten Woche, in der man bei Knauf anfängt zu arbeiten, gibt es erstmal einen einwöchigen Einarbeitungskurs. Da lernt man die verschiedenen Knauf-Produkte kennen. Er bekommt eben Vorträge über die verschiedenen Abteilungen, die es bei Knauf gibt und eben so einen gesamtheitlichen Überblick, sprich was macht die Knauf-Gruppe alles, was für verschiedene Tochterunternehmen gibt es, welche Abteilungen sind relevant und dadurch wird man eben schon mal ganz gut gebrieft. Was man auf jeden Fall fürs duale Studium bei Knauf benötigt, ist ein gewisses Interesse an betriebswirtschaftlichen Abläufen, eben wie sind die Prozesse innerhalb eines Unternehmens und eben, dass man auch gerne mit Menschen kommuniziert, das heißt, dass man nicht schüchtern ist, dass man gerne auf Menschen zugeht und eben auch Lust hat auf neue Herausforderungen, die dann eben in den verschiedenen Projektarbeiten auf einen dann zukommen. Nach dem dualen Studium versuchen wir, die dualen Studenten und Studentinnen sehr gezielt einzusetzen in Bereichen, wo sie sich sehr wohl gefühlt haben, wo sie ihr Studium wirklich dann auch verwirklichen können. Man hat dann die Möglichkeit, generell, nachdem man ja bei dem Bachelor an der Hochschule, an der DHBW oder auch an der HWR 210 Credit Points erreicht, hat man auch die Möglichkeit, dann im Anschluss den Master zu machen, wenn man das möchte. Das ist kein Muss, aber man hat generell die Möglichkeit, aufgrund der Vorleistungen im Bachelorstudium direkt mit dem Master zu beginnen. Die Zeit nach meinem dualen Studium möchte ich auf jeden Fall bei Knauf bleiben, einfach eben, weil es mir von der Atmosphäre her gut gefällt und die Abteilungen auch abwechslungsreich und interessant sind. Und eben nach dem dualen Studium bekommt man dann im besten Fall von ein paar Abteilungen dann eben eine Anfrage, sprich, möchtest du bei uns eben dann nach dem Studium anfangen? Und das wird sich dann im nächsten Jahr bei mir soweit ergeben und dann mal schauen, wo ich lande.